Willkommen zu einer Runde Need for Speed Undercover. Meine Aufgabe ist es jetzt, was ist hier los? Der Controller zieht nach links. So, jetzt ist es wieder besser. Wo war ich stehen geblieben? Genau, meine Aufgabe ist es, das Auto zur Garage oder was auch immer zu bringen. Wahrscheinlich mache ich gleich eine wunderbare Begegnung mit den Cops, woraufhin es zu einer extrem geilen, actiongeladenen Verfolgungsjagd kommen wird. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, doch es ist sehr wahrscheinlich in diesem Spiel. Denn in Need for Speed Undercover geht es ähnlich wie im Vorgänger Most Wanted und Carbon darum, Rennen zu fahren und von der Polizei verfolgt zu werden und da ordentlich Schaden beziehungsweise Kopfgeld zu machen. Oh, die Typen sind hinter mir her, sehe ich gerade. Ich dachte, die wären nur vom letzten Rennen übrig geblieben. Die wollen mein Baby schaden. Lasst meine Karre in Ruhe. Drecksäcke. Nitro habe ich auch keins, weil mein Auto frisch geklaut ist. Noch dazu scheinen deren Autos deutlich schneller zu sein als meins. Da muss ich aufpassen. Oh, und ein Zeitlimit habe ich auch noch. In 53 Sekunden ist over. Wie in Need for Speed Most Wanted gibt es auch hier wieder den berühmten Speedbreaker. Boah, die hängen mir aber am Rockzipfel. Aber das packe ich noch. Ein paar Meter weiter und ich hätte ihnen die Tankstelle um die Ohren fliegen lassen. Gut, das war's auch schon mit meinem ersten Video zu Need for Speed Undercover. Ich wollte nur mal testen, wie das Ganze hier mit der Aufnahme funktioniert. Have fun!